Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Tomb Raider Remake. Ich nenne es jetzt einfach mal Fan-Remake, weil es war ja von ein einziger Person entwickelt wurde. Und ich finde es schon sehr, sehr geil gemacht. Habe ich im letzten Video auch schon oft genug erzählt. Aber ich kann es gar nicht oft genug erwähnen. So, wo muss ich jetzt wieder hin? Das ist wieder die gleiche Frage. Nein, du sollst nicht runterspringen. Aua. Ach Mann, du. In der letzten Folge sind wir schon gefühlt tausendmal gestorben. Und es scheint jetzt gerade weiterzugehen. Na gut, zumindest weiß ich jetzt, wo wir... Oh, da muss ich sich ein bisschen beeilen. Okay, dann geht's da vorne weiter. Sprich hier. Dann hier. Dann hier. Dann hier. Nein. Ich vermute mal, dass wir hier lang müssen, oder nicht? Ja. Aber wo jetzt lang? Ah. Okay, hier. Alles klar. Dann hier. So, man muss echt immer ein bisschen schauen, wo man eigentlich lang muss. Okay, da hoch. Und dann darüber, schätze ich mal. So. Dann hätten wir das doch schon mal. Ich wähle gleich mal die Shotgun aus. Ich schätze mal, dass wir jetzt hier lang müssen. Da oben lang. So, und dann da hoch, oder? Nee. Ah, hier. Manchmal ist es leider der Weg nicht so offensichtlich. Finde ich jetzt ein bisschen schade halt. Ach komm, macht euch weg hier, ihr scheiß Viecher. Ja, dafür das Ding zu verschwenden war jetzt auch richtig unnötig. Aber gut. Jetzt sind wir ja wieder auf dieser chinesischen Mauer. Da lang. Jetzt weiß ich noch nicht, ob wir hier lang müssen. Oder. Ja. Ob das jetzt richtig ist, keine Ahnung. Ja. Können ja kurz mal hier lang gucken. Vielleicht finden wir hier noch ein Medipack oder sowas. Wäre zumindest cool. Ah, okay, ich verstehe. Da hinten waren wir zum Schluss. Und jetzt sind wir hier gelandet. Okay. So, dann geht's weiter. Spinnen, Alter. Geh bloß weg. Bah! Was ich noch sagen muss, in dem alten Lara hat man sich wirklich noch richtig gegruselt, weil alles Mögliche an Gegnern auf einen zugekommen ist. Hier geht's nix. Hier ist noch eine Tür. Ne, das ist keine Tür, sorry. Okay, können wir jetzt nur noch runter. Warum es jetzt hier oben nichts gibt? Auch eine Leiter, okay. Gehen wir doch mal hoch. Oben werden wieder Haufen Spinnen rumfahren. Da ist wieder ein Brief. Wenn mir eh nichts bringt. Okay, was gibt's jetzt hier oben außer diesem Brief? Gar nichts oder wie? Nee. Kann man hier irgendwas noch kaputt machen? Nö, auch nicht. Ja gut, dann gehen wir wieder runter, wenn es hier oben nichts mehr gibt. Ja.
Okay. Geh mal wieder runter. So. Unten ging es auf jeden Fall noch weiter. Nur gucken, wo. Ah, hier unten. Alles sehr gruselig auf jeden Fall. Hier gab es nur eine einzige Spinne, oder wie? Oh, Medipack, sehr schön. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Da ist eine Tür. Öffnen wir doch gleich mal. Item needed. Okay, wir müssen also irgendeinen Schlüssel finden oder ein Item halt, um diese Tür da zu öffnen. Ha. Ja, es muss ja hier drin irgendwo sein. Ich vermute mal ganz oben. Da ist zu. Steht vielleicht sogar auch in dem Brief drin, wo wir gerade gefunden haben. Okay, alles klar, natürlich. Cool, gleich mal hunderte von Spinnen. Geiler Scheiß. Okay. Dann probieren wir es nochmal. Jetzt irgendwie probieren. Ich schätze mal, dass da der Schlüssel drin ist. Oder was auch immer das sein soll. Okay. Ich sag, hier war dieses Buch, wo wir gefunden haben. Viecher, ey. Pisst euch, Mann. Heieiei. Boah. Ah. Ich hasse hier so Spinnen. Gibt's ja irgendeinen Schlüssel? Ja. Sehr gut. Habe ich mir doch gedenkt, dass es hier einen Schlüssel gibt. So, jetzt haben wir unsere ganzen Medipacks fast verschwendet für diese scheiß Spinnen. Boah, es ist nervig. Mal einer oder was? Will der mich eigentlich verarschen? Boah, Jungs, ey. Hab das jetzt dann. So, dann gehen wir weiter. Was ist los? Ach, leg mich doch am Arsch, ey. Na, natürlich. Genau. Oh mein Gott, die ziehen so viel Schaden ab, das ist ja abartig. Heftig, heftig, heftig. So. Schlüssel auswählen, Tür aufmachen. Und schon Hammers. Jetzt wählen wir unsere Waffe aus. Ist keine Ahnung, auf was auf mich zukommt. Okay. Ah, okay, sehr schön. Spiel denkt auf jeden Fall mit. Das finde ich sehr gut. So. Es gibt ja jetzt hier nichts mehr. Checkpoint. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Das heißt, wir müssen wieder irgendwie springen, wie es aussieht. Okay, das passt. Da lang. Okay. Du sollst doch springen, Mann. Oh, du blöde Kuh. Oh, manchmal möchte sie einfach nicht. Manchmal möchte sie nicht. Na gut, wir haben zumindest einen Checkpoint.
was schon mal sehr gut ist. Und ja, alles andere wird sich, denke ich, regeln. Jetzt haben wir es doch. Okay, hier geht es sehr tief runter, muss ich sagen. Sehr gut. Okay, wo geht's jetzt hier lang? Wie es aussieht, nirgendwo. Okay, da lang. Tut man denn jetzt hier gleich eine Flare öffnen? Okay, so. Sehr gut. Schon wieder was? Schon wieder ein Schlüssel, wo wir gebrauchen. Oh Gott, ey. Toll, das hat sich ja da richtig gelohnt. Wir haben nur noch einen Erste-Hilfe-Koffer, einen großen. Und ja, wir müssen jetzt echt aufpassen, dass wir nicht mehr zu viel Schaden kriegen. Checkpoint. Vermute mal, dass wir irgendwie da lang müssen. Ich weiß es halt nicht. Ja, sehr schön. Dann vermute ich mal, dass wir dahin müssen. Oh. Dann da lang. Scheiß Viecher, ey. Alter, wie viel Schaden die machen. Schaut's euch an, ey. Wecke. Scheiß Viecher, ey. Mann. Aber lieber sagen, wir nehmen die Pistole. Da ist wahrscheinlich der Tod, oder? Ja, sieht ja danach aus. Obwohl, nee, wir müssen da runter, hä? Ernsthaft jetzt? Nie im Leben, ey. Okay, so geht's natürlich auch. Dann hier, dann wird sie sich hoffentlich da festhalten. Dann können wir eigentlich auch schon runter. Okay, sehr gut. So, dann gehen wir da lang. Jetzt wird's ziemlich düster, Leute. Muss ich sagen. Es wird ziemlich düster. Oh, hoho. Okay. Es sieht mir wieder nach Kampf aus, teilweise. Einmal nach Rätsel, einmal nach Kampf. Sobald wir da irgendwie bei diesem Teil dort sind. Aber in erster Linie sieht es natürlich aus wie ein Rätsel. Was ich schon mal sehr cool finde. Okay. Okay. Da müssen wir irgendwas rausziehen. Können wir gleich mal machen. Frage ist nur, wohin? Wird es da runterschmeißen müssen? Nee, das geht ja gar nicht runterzuschmeißen. Dann gucken wir mal hier. Da geht es eine Leiter hoch. Ja, das ist das, Leute, was ich liebe an den älteren Lara Croft-Spielen Tomb Raider. Dass wirklich sehr viel Wert auf Rätsel und auf Entdecken gelegt wird. Und nicht einfach nur ein plumpes Actionspiel entsteht, wo man 90% ballern muss und halt es wenig zu entdecken gibt. Close from the other side. Okay, geschlossen von der anderen Seite. Okay, da ist irgendein Hebel. Oh. Irgendwas geht nach oben und das Teil vergrößert. Oh, das ist gut. Da geht ja schon mal was auf. Oh, das scheint doch schon mal richtig gewesen zu sein. Würde ich jetzt mal so behaupten. Okay, das Teil ist immer noch zu. Irgendein anderes Tor hat sich geöffnet. Weiß ich nicht, ob das auf Zeit ist. Oder. Ob das. Ich würde einmal sagen, wir tun mal unsere. Okay, dann gehen wir da zurück. Das war jetzt, wenn das wirklich alles war von Rätsel her. Dann, naja, gut. Dann. Viel Schaden machen, ne? Finde ich nicht so toll. Was halt cool wäre, wenn wir noch
Medikit oder sowas finden könnten. Das wäre echt geil. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Leider nichts. Ah, Frage ist nur, was für ein Tor hat sich hier geöffnet? Ich sehe nämlich überhaupt keins. Wahrscheinlich da unten ist so ein Tor, oder? Ja, das kann gut sein. Das weiß ich noch nicht. Oh. Ja, Flares brauche ich überhaupt nicht. Ich brauche ja Medikits. Das wäre mal was. Ah, das Tor hat sich geöffnet, alles klar. Okay, dann... würde ich sagen, bevor wir da reingehen, schauen wir uns nochmal um. Weil wie gesagt, ein Medipack aktuell ist echt nicht viel. Wenn man bedenkt, was die Gegner für Schaden machen. Na gut, dann gehen wir da lang. Was soll's. Aber was soll ich jetzt hier? Ist die Frage. Geht doch hier gar nicht weiter. Nö. Hä? Warum hat sich jetzt dieses Tor hier geöffnet? Für was? Hm. Keine Ahnung. Bin ich jetzt leicht überfragt? Wozu hat sich dieses Tor hier geöffnet? Aus welchem Grund? Es muss ja irgendeine Bedeutung haben. Ich meine, ich ziehe ja nicht an irgendeinem Schalter und es passiert nichts. Ein Tomb Raider hat irgendwas immer eine Bedeutung. Hm. Komisch, komisch. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal dahin, wo wir gerade waren. Bei diesem Schalter oder was das ist. Oder war. So, dann hier rauf. Dann können wir da rüber. Und... wenn ich jetzt das Teil hier lang mache, das bringt doch überhaupt nichts. Kannst du nirgendwo runterwerfen. Obwohl, wir könnten vielleicht da hoch. Das wäre eine Möglichkeit. Das würde eventuell gehen. Müssen wir mal probieren. Irgendwie nicht. Schade. Ne. Also dieses Teil hat überhaupt keine Bedeutung, überhaupt nichts. Null. Wenn man es dahin macht, komme ich auch nirgendwo hoch. Hm. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Da lang bringt auch nichts. Ne. Gut. Vielleicht kann man den Schalter nochmal zurück machen. Also ich weiß es echt nicht, was es bringen soll. Aber ja, vielleicht. Hier geht es auch noch weiter irgendwie. Hier ist ein Checkpoint. Den hatten wir ja gerade eben schon. Da war zu. Der Schalter kann man wahrscheinlich nicht mehr betätigen, oder? So. Dann geht es da wieder zu. Ah. Ich weiß echt nicht, was das Teil von der Bedeutung hat. Da geht das Tor auf, ja, schön.